Bei den Berliner Lehrern gibt es zurzeit eine Menge Unmut. Zum einen über die ungleiche Bezahlung, zum anderen aber auch um eine geplante Arbeitszeiterhöhung. Die Arbeitszeitkonten sollen abgeschafft werden. Es lief bisher so, dass die Berliner Lehrer 2 Stunden mehr arbeiten mussten als andere im öffentlichen Dienst und diese 2 Stunden dann auf ein Arbeitszeitkonto gutgeschrieben bekamen. Das wird aber wohl nicht mehr lange der Fall sein. Herr Özicik, der bildungspolitische Sprecher der SPD, was sieht denn der Entwurf der Bildungssenatorin nun vor? Die Verhandlungen werden gerade geführt. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Seit 9 Jahren debattieren wir darüber. Seit 9 Jahren haben wir diese Situation. Das heißt also, zu einer Einigung zu kommen, wird natürlich nicht einfach. Ich denke, die beide Seiten, Lehrerinnen und Lehrer und der Senat, müssen sich zueinander bewegen. Es wird wahrscheinlich eine Kompromisslösung am Ende herauskommen. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt bestimmte Sachen verraten können. Oder es gibt noch keine Einigung. Nun hat Frau Kittler ja gesagt, es muss eine Kompensation geben. Die 2 Stunden dürfen nicht einfach unter den Tisch fallen. Ich glaube, das ist weitgehend Konsens, aber wie weit diese Entlastung geht und für wen sie gilt, das ist ja eine Frage. Also bisher war ja im Gespräch, nur einzelne Gruppen zu entlasten, zum Beispiel ältere Lehrer oder vielleicht auch nur Grundschullehrer. Was ist Ihre Haltung? Was präferieren Sie? Ich erwarte, dass alle Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden. Also es gibt ja ein Konto, wo bis zu 50 Tage angespart worden ist pro Lehrkraft. Ich denke, das muss erstattet werden. Dieser Anspruch muss erstattet werden. Was ich mir dann noch mal vorstellen kann, ist natürlich, die freien Tage könnten weiterhin bestehen. Die Altersermäßigung sollte eingeführt werden. Das sind so für mich Lösungswege. Die GEW hat ja vorgerechnet, dass wenn man alle Lehrer pauschal um 1 Stunde ermäßigen würde, dann müssten 1000 neue Stellen geschaffen werden. Das ist ja eine Größenordnung, die enorm ist. Berlin hat ohnehin schon Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Aber erstmal die Frage, kann sich das Land überhaupt leisten? Natürlich, wenn wir jetzt zueinander finden, wenn der Senat mit der GEW sich einigt und am Ende trifft man sich irgendwo bei 70, 60%, dann denke ich, wird man das auch stemmen müssen. Das ist klar. Natürlich, wir müssen ja den Unterricht gewährleisten in Berlin und dazu sind wir verpflichtet. Auf jeden Fall. Herr Özicik, wie irritiert waren Sie, als Sie das gehört haben? Ich meine, vor einem Jahr haben Sie schon mal darüber gesprochen und da wurde gesagt, so, nee, ist nicht. Na, ich bin gar nicht irritiert. Das ist die CDU. Die CDU hat ihre eigenen Programme noch. Ich meine, wir sind jetzt keine Schwesterpartei geworden, weil wir nur eine Koalition haben. Wir sind auch nicht zusammengegangen. Das heißt also, die CDU darf natürlich auch bestimmte Sachen jetzt fordern. Verbeamtung, nein, das ist klar. Das steht im Koalitionsvertrag. Beide Koalitionsparteien werden sich daran halten in dieser Legislatur. Es ist auch keine Lösung. Viele Bundesländer haben die Verbeamtung und haben dennoch Fachlehrermangel und natürlich auch Attraktivitätsprobleme. Wir müssen einfach schauen, dass wir die jungen Lehrer sprechen, sie hören. Was wollen die denn? Und ich denke, im Dialog werden wir auch herausfinden, die Hintertür können wir schließen, das ist ein Ansatz. Und ich denke, die Mitbestimmungsrechte müssen wir stärken und natürlich die Entwicklungspotenziale im Beruf der jungen Lehrer müssen natürlich noch mal gestärkt werden. Das sind Ansätze.